glaube, ich weiß, was Sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom, keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bank. Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay, okay, Konzentration. Von so einem Mist hier war nie die Rede! Wie sollen wir ihn? Vielleicht mach ich dir nicht! Wir sind in der Überzahl! Nimm das, du Rotzlöffel! Oh Mist! Wie wär's hiermit? Wir wurden offenbar angeheuert. Hast du eine Idee? Leistung ist auf Null. Ich merk's. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Mann, wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Hast du den Notstrom angemacht? Das geht. Wer ist euer Boss? Kenn ich den vielleicht? Im Ernst, wer hat den Überfall geplant? Gib's ihm! Nicht cool! Ja, nicht cool! Los, versuch doch aufzustehen. Ich muss die Backup-Systeme finden. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Da ist der Hauptschalter. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Passt auf, Jungs! Jemand will unsere harte Arbeit für dich immer. Unser Boss hat zu viele Feinde. Nein, ja, sie alle fertig. Nicht alle. Ganz falsch. Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde habe ich nicht. Noch. Immer optimistisch. Er gehört mir! Versuch das mal bei mir, wenn du dich traust! Ich hab hier was für dich! Du bist kleiner als der andere Typ! Weiter mit dem Schalter. Steht. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Es werde... Was war das für ein Geräusch? Hey, Kätzchen. Alles okay? Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? Jetzt bist du dran! Sagt mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze! Dann lass ich euch gehen! Deal? Oh nein! Lass die nicht entkommen! Du bist erledigt!
einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg's eh irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Ey, zehnmal schlimmer! Was soll das heißen? Er ist schlimmer. Ich wünsch gerade den Boden mit euch. Du tötest niemanden. Ich hab ihn eh nie gemacht. Ich mach dich fertig. Gib ihn! Auf zum Schalter. Jetzt aber wirklich. Verschwinden wir hier, Spider-Man. Hey Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Kleiner. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir ja Hinweise, wer die sind. Ich melde mich. Schon gut, Kätzchen. Fast geschafft. Fast geschafft. Eigentlich mag ich den anderen zwei. Hey, Theo, ich hab eine Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Oh. Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Oh ja, hat er. Oh ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Spider-Man, hey, ich bin Caleb, freut mich. Hab dein Bild bei Theo gesehen. Oh, das ist der andere. Aber ich helf trotzdem gern. Allen Geschäften in der Gegend sind in letzter Zeit Waren gestohlen worden. Papierprodukte, Kits, Desinfektionsmittel. Wir sind zu klein, um das einfach so wegzustecken. Hast du's gemeldet? Klar, aber uns nimmt niemand ernst. Camila, ihr gehört das Restaurant nebenan, wollte es selbst in die Hand nehmen. Sie wollte zum Versandzentrum, das uns alle beliefert. Ich gehe hin. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Spider-Man. Gut, dass du auf uns aufpasst. Hey, Genki. Es geht um ein paar Überfälle in Harlems Einkaufsstraße. Caleb's Clean Cuts und Panafuerte? Ich liebe Panafuerte. Hast du die Arepas probiert? Vor dem Essen erst ein paar Superheldentaten. So sind die Regeln nun mal. Ja, na klar. Wie ist der Plan? Die gestohlenen Waren und die Täter finden und eventuelle Verbindungen zum Überfall auf Theos Bodega feststellen. Klingt gut. Ich stehe bereit für Technik, Karten und Nachdenkunterstützung.
Von da aus wird Calebs Block beliefert. Polizei? Was ist hier los? Zeugen zufolge wurde eine Frau von zwielichtigen Gestalten in einen Kofferraum gesperrt. Wissen wir wer? Ja, dank einer Oscorp-Kamera. Camila Vasquez. Ihr gehört Panafuerte in Harlem. Oh Gott. Camila wurde entführt. Ich muss versuchen, sie zu finden. Aber die Polizei mag keine Störenfriede. Vielleicht helfen mir die Hinweise. Hey, weitergehen bitte! Ich habe den anderen Spider-Man ewig nicht gesehen. Muss herausfinden, wo sie jetzt ist. So definiert man in Rente gehen doch. Nicht sehr verantwortungsvoll. Eine Parkhausquittung. Chinatown. Wir sind hier nicht im Museum. Okay. Aber wo in Chinatown? Du musst viele Überstunden sagen. Um die Feiertage sind wir immer zu wenig Leute. Wer muss es ja tun? Und du bist der Einzige. Sag's wohl. Wir. Sorry. Er ist im Weg. Was war das? Ja, jetzt kann ich mir den Hinweis ansehen. Eine Jacke von Davids Autowerkstatt. Die haben sie beim Wegfahren verloren. Hey, du weißt doch bestimmt, wo Davids Autowerkstatt ist. Die gibt es 12-mal in Manhattan. Auch in Chinatown? Ja, ich schick dir die Adresse. Meldung aus Chinatown. Eine Frau mit passender Beschreibung wurde in einer Gasse gesehen. Dann los! Hey, Spider-Man, gibt's was Neues zu den Waren? Ja, ich glaube, dass Camila die Diebe auf frischer Tat ertappt hat. Sie haben sie entführt. Was? Sicher? Leider ja. Ich will ihr gerade helfen. Oh, gut, dass du zur Stelle warst, Spider-Man. Danke. Gehen. Sehe ich das richtig? Camila ist in dem Auto? Ja! Hast du durch Manhattan rast und dauernd beinahe Unfälle verursacht? Hättet ihr wohl? Ja! Oh mein Gott! Halt bitte durch, Camila! Hilfe! Bitte! Kofferraum muss auf. Bitte, hilf mir! Alles in Ordnung? Spider-Man, mit dir habe ich nicht... Aber diese Männer... Ganz ruhig, jetzt ist alles gut. Diese Männer wurden dafür bezahlt, die Waren zu stehlen, um uns in den Bankrott zu treiben. Sie lagern alles bei den Docks am FDR, bei der Brücke. Ich hol die Waren zurück. Kommen Sie alleine nach Haus? Ja, klar. Ich rufe ein Taxi. Gracias. Du hast mir das Leben gerettet. Yeah.
Genki, Camilla geht's gut. Sie hat die Kerle beim Stehlen ertappt. Sie sagten, jemand bezahlt sie dafür. Ich habe recherchiert. Die Stadt hat eine anonyme Aufforderung bekommen, Enteignungen durchzusetzen und Camillas und Calebs Block zu räumen. Sicher derselbe, der auch unsere Gangster bezahlt. Will er da einziehen? Sieht so aus. Ich habe eine Gegenanfrage eingereicht, um feststellen zu lassen, wer das Land kaufen will. Mann, du bist ein Genie. Ich hol jetzt die Vorräte von den Docks zurück. Ich meld mich. Mehr Kisten. Wo verstecken sie nur die Vorräte? Die wissen es sicher. Wenn ich sie belausche, erfahre ich, welcher Container es ist. Vorsicht, Vorsicht. Der Boss will also Feast dicht machen? Die Hauptstelle oder das in Harlem? Harlem. Will bestimmt das Grundstück kaufen. Was? Oh, legt euch nicht mit Feast an. Hier erfahre ich gar nichts. Ich muss woanders lauschen. Ich weiß nicht, ob ich noch für den Boss arbeite, wenn er mal in Harlem ist. Warum nicht? Er zahlt gut. Ein paar seiner Pläne passen mir einfach nicht. Drogen, gut. Betrug, klar. Aber er tötet Menschen. Seit wann bist du denn so zimperlich? Jeder hat seine Grenzen. Nicht hilfreich. Glaubst du, was er da bauen will? Wohnung vielleicht. Büroflächen. Für Drogengeschäfte? Vermutlich. Ist ja leicht verdientes Geld. Aber nicht in meiner Nachbarschaft. Was habt ihr mit dem ganzen Zeug vor? Friseurscheren, Serviettenhalter. Vermutlich wegschmeißen. Fang ruhig schon an. Grüner Container mit einem weißen Stern. Alles klar. Jetzt kann ich sie erledigen. Harlem 1. Dreckskerle mit mysteriösen Boss. 0. Gut, wo sind die Waren? Grüner Container, weißer Stern. Grüner Container mit weißem Stern. Richtige Kiste. Muss sie nur öffnen. Steht hinter anderen Containern. Vielleicht mit dem Kran? Ja. Muss das Rad blockieren. Gut, dann jetzt zum Inventar im Container. Spider-Man, auf ihn! Im Ernst? Noch mehr von euch? Euer Boss gibt euch Raketenwerfer? Der meint's ernst! Kannst kaum
haben, dass sie aus Harlem verschwindet. Also, das gesamte Diebesgut. Hey Caleb, ich hab deine Sachen. Bring ein paar Trucks zu den Docks. Ich helf dir beim Transport. Wir standen kurz vor dem Bankrott und dachten, wir müssten schließen. Aber dank dir geht's jetzt wieder aufwärts. Danke. Danke, tausend Dank. Wenn du mal einen Haarschnitt brauchst, schau vorbei. Geht aufs Haus. Wie soll das mit der Maske gehen? Hatte schon Schrägeres. Oje, du musst auch essen. Du bist noch im Wachstum. Mira, schau jederzeit bei Pana Fuerte vorbei. Wir packen dir was Leckeres ein, okay? Vielen Dank, euch beiden. Alle in der Gegend sehen das so. Du hast uns gerettet, Spider-Man. Du machst gute Arbeit, Spider-Man. Mit deiner Hilfe. Hast du was zu dem geheimen Boss? Ja, ich mache gerade eine Liste. Bisher habe ich Vulture, Scorpion, Tombstone. Ich glaube nicht, dass Electro sowas planen könnte. Das sind viele große Namen, aber okay. Der soll aus unserem Viertel verschwinden. Oh, zum ersten Mal sagst du unser Viertel. Mach's nicht schräg. Zu spät. Hey, ich hab Finns Versteck. Das Oscorp Science Center. Es wird gerade renoviert. Oh mein! Der Energiekonverter, für den wir damals den Preis gekriegt haben. Damit will sie das Nuform instabil genug machen, um die Roxxon Plaza hochzujagen. Oh, als ob sie dir eins auswischen wollte. Vielleicht will sie das. Danke, Genki. Das ist mein Job. Apropos, wird Zeit, deiner Mom bei der Evakuierung zu helfen. Bis später. Okay. Oscorp Science Center. Finn muss wissen, was passiert, wenn sie ihren Plan durchzieht. Und wenn sie nicht hört, nehme ich das Nuform mit. Oder ich vernichte es. Wow! Hey! Uncool! Folgt dem Befehl! Schnappt euch, Spider-Man! Neutralisiere Spider-Man! Er ist verwundet! In der Unterzahl und trotzdem gewonnen. Komm schon, Finn. Hier ist Finn. Hinterlass eine Nachricht. Irgendwann höre ich sie ab. Hier ist Miles. Ich weiß, ich bin der... Tut mir echt leid, Herr Finn.